Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal oder willkommen zurück, wenn ihr schon Videos von mir gesehen habt. In diesem Video zeige ich euch Teil 1 meines Vlogs in Holland, in Zeeland. Wir sind über Pfingsten dorthin gefahren und haben verschiedene Orte besucht. Außerdem waren wir in einigen unserer Lieblingsläden einkaufen. Natürlich waren wir auch am Strand und haben Pommes gegessen. Und dazu nehme ich euch jetzt einmal mit. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefällt und abonniert meinen Channel für weitere Vlogs. Teil 2 des Vlogs werde ich auch so schnell wie möglich live stellen. Insgesamt wäre das leider ein bisschen zu lang geworden, deswegen habe ich erstmal nur den ersten Teil zusammengeschnitten. Von uns aus sind es etwa 3 Stunden mit dem Auto nach Zeeland. Man fährt da ein Stück durch Belgien und wir haben eine Unterkunft, also ein Airbnb in Middelburg gebucht. Middelburg ist eine der größten oder die größte Stadt in Zeeland und liegt in der Mitte der Insel, also der Halbinsel, und ist super schön, immer noch sehr malerisch dafür, dass sie da die größte Stadt ist. Und wir hatten ein sehr zentral gelegenes Airbnb in der Nähe des Marktplatzes. An Tag 1 haben wir uns erstmal Middelburg angesehen, den gesamten Stadtkern, in dem wir ja auch gewohnt haben, und vor allem die Einkaufspassage. Und da haben wir ein paar neue Geschäfte gefunden, aber auch einige unserer Lieblingsgeschäfte, die ich euch gerne gleich einmal zeigen werde. Hier seht ihr zum Beispiel das Rathaus bzw. das Stadthuis von Middelburg, das direkt am Marktplatz liegt. Und wer mich kennt, weiß, ich komme eigentlich an keiner Eisdiele vorbei, ohne mir ein Eis zu holen. Besonders schön finden wir in Holland die Einrichtungsläden, die Dekoläden. Da gibt es deutlich mehr in den Niederlanden und auch eine größere Auswahl und bessere Preise. Deswegen waren wir vor allen Dingen in solchen Läden einmal stöbern. Neben den ganzen kleinen individuellen Läden ist vor allen Dingen Dille und Camille einer unserer Lieblingsläden in Holland. Den gibt es nicht nur in Middelburg, den gibt es in ganz vielen Städten, auch direkt hinter der Grenze. Und die haben vor allen Dingen Küchenzubehör, Badzubehör, was für Pflanzen, also auch ein bisschen Outdoor. Und da habe ich vor allen Dingen Geschirr und anderes Küchenzubehör für meine hoffentlich bald kommenden Kochvideos gekauft. Ich verlinke euch die Website zu dem Laden gerne einmal unten in der Infobox. Ich meine, dass die aber auch einen Online-Shop haben. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt sich auf den Weg nach Holland machen will, um dort einzukaufen, gibt es einen Großteil des Sortiments auch online. Wir haben uns danach auf den Weg nach Zoeteland gemacht. Ich hoffe, dass ich das alles richtig ausspreche. Auf dem Weg haben wir noch einmal angehalten an einer der klassischen Windmühlen von Holland und sind mit unserer Drohne hochgeflogen. Wir haben so eine kleine Mavic Air Drohne und haben uns das Ganze auch mal von oben angesehen. Danach ging es aber auch schon direkt weiter.
Wir haben die Empfehlung, nach Suteland zu fahren, von unseren Airbnb-Hosts bekommen, die gesagt haben, dass der Strand dort etwas windgeschützter ist und etwas schöner und die Dünen auch besonders schön sind. Und die Stelle, an der wir erst hochgegangen sind, fanden wir jetzt persönlich nicht so schön, aber wir haben dann uns entschieden, bevor wir zum Strand gehen, einen kleinen Spaziergang durch die Dünen zu machen und haben dann eine deutlich schönere Stelle gefunden, und die Dünen an sich sind auch auf jeden Fall einen Besuch wert. Vor allem der Ausblick von den Dünen auf den Strand und das Meer ist hier besonders schön. Auf die Dünen rauf bzw. von den Dünen runter auf den Strand führen so große lange Holztreppen, und der Strand ist an der Stelle auf jeden Fall auch besonders breit und auch super gepflegt und sauber. Und hier seht ihr jetzt einmal den wahren Grund, aus dem wir nach Holland fahren. Es sind nicht die schönen Städtchen oder die Einkaufsläden, nein, es geht uns nur um Pommes Spezial. Auf dem Rückweg sind wir dann wieder durch die Dünen gewandert und wir haben so ein mit Gras bewachsenes Haus gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ob das Ferienwohnungen sind, ein Hotel oder Privatwohnungen. Falls das jemand kennt, kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Und abends haben wir dann, weil die Restaurants zu waren, uns ein eigenes Abendessen gemacht, beziehungsweise waren das vielmehr Snacks, weil wir auch unbedingt den Start der Raumfähre sehen wollten. Wir sind da ein bisschen Nerds, was das angeht, und haben uns auch extra Erdnüsse geholt, weil es Tradition hat bei der NASA, zu jedem Raketenstart Erdnüsse zu essen. Und haben dann den Start der Dragon am Livestream mitgeschaut. Den zweiten Morgen haben wir auch zu Hause gestartet und dann sind wir losgefahren nach Ostkapelle. Das ist auch eine der kleinen Küstenorte dort, weil wir unbedingt eine Fahrradtour machen wollten. Und wir waren ein bisschen spät dran und die meisten Fahrräder waren ausgeliehen. Also ist uns nur noch übrig geblieben, ein Tandem auszuleihen. Und das war das erste Mal für uns. Und am Anfang war es etwas klapprig, aber es hat total Spaß gemacht. Ich kann das nur empfehlen, in so flachen und unkritischen Regionen wie Holland das Ganze mal auszuprobieren. Wir sind mit dem Tandem erst durch ein Stück Wald und dann über die Straße nach Domburg gefahren. Das ist ein kleines Städtchen, das auch am Meer liegt und das auch am Sonntag geöffnet hatte. Und wir waren dort erst ein bisschen in der Stadt und dann am Strand und haben die Seeluft genossen. Da ist auch so ein riesiges, ich glaube, Strandhotel oder Strandpavillon nennt sich das. Und das ist immer auf jeden Fall einen Anblick wert. Danach sind wir wieder zurückgefahren und haben uns diesmal abgewechselt und ich habe hinten gesessen. Bei einem Tandem ist es so, dass nur der, der vorne sitzt, lenkt, und man merkt auf jeden Fall deutliche Unterschiede, ob man vorne oder hinten sitzt. In Ostkapelle zurück angekommen, waren wir in der bekanntesten oder besten Frittenbude von ganz Holland. De Babbelaar heißt die. Die verlinke ich euch gerne, wenn die eine Webseite haben, auch mal unten in der Infobox. Und das war auf jeden Fall sehr lecker, wie immer. Wir haben uns wieder eine Pommes bestellt und haben die dann dort gegessen, bevor wir weitergezogen sind. Ich habe mir dazu außerdem noch ein Schokomel bestellt, weil ich dachte, wenn einmal Holland, dann richtig. Eine interessante Kombination, aber als Nachtisch dann doch eher besser geeignet. Ganz zum Schluss des Tages waren wir noch an der Osterschelde und auf der künstlichen Insel Neltjejans. Und da stehen sehr große Windparks und das hat auch einen super schönen Strand. Ich habe an dem leider nicht gefilmt, aber das ist auf jeden Fall bautechnisch sehr interessant. Man kommt sehr nah an die Windmühlen dran und der Strand an sich ist auch sehr schön. Am Abend haben wir dann einen kleinen Spieleabend gemacht. Wir haben Patchwork gespielt. Das ist so ein Spiel, da kauft man sich einzelne Stoffstücke für Knöpfe und muss möglichst viel abdecken, bevor man ins Ziel läuft und ja, dann nachher Minuspunkte hat, falls man irgendeinen Bereich seines Spielfelds nicht mit Stoff abgedeckt hat. Und das spielen wir ganz gerne. Das kann ich euch gerne auch nochmal unten verlinken.
Und weil der Vlog sonst sehr lang geworden wäre und ich euch gerne noch mehr zeigen möchte, habe ich den auf zwei Teile aufgeteilt. Hier seht ihr eine kleine Preview für den zweiten Teil. Wir haben noch ein bisschen Zeit in Middelburg verbracht und wir sind nach Wehre gefahren. Das ist noch ein kleiner Küstenort, der besonders schön ist, wie ich finde. Und wir waren nochmal am Strand, sind auch mit unserer Drohne geflogen. Ich hoffe, dass euch dieser Teil schon mal gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel.